Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Bayek. Ich bin ein Baum. Ja, ihr könnt mir jetzt die nächsten 2 Stunden beim Wachsen zusehen. Ich habe unten schon ein paar schöne Triebe. Mir fehlen nur noch so ein bisschen die Blätter. Was ist denn das für ein bescheuerter Spawn hier? So, hallo, da bin ich. Ach, jetzt auf einmal habe ich auch wieder Blätter. Eben hatte ich noch keine. So schnell geht's. Ja, leck's on me, genau, das sehe ich aber auch. So, leck's mir doch am Arsch, ey. Was ist denn hier los? So, ich muss erstmal gucken, wo ich bin, hier uns vergessen. Ach, wir haben hier schon zack, zack, bum, bum gemacht beim letzten Mal und haben hier schon so ein bisschen abgegrast. Wir sind jetzt gerade hier in diesem Gebiet. Ach, das ist hier die Ecke und da hinten die Ecke. Ja, so viel Ecke am Arsch mich legge. Du kennst. Kennst du gerade mal machen? Geh, wenn du hier schon mal da bist, geh, kennst du das doch mal machen. Ich gehe jetzt gerade mal erstmal über dieses Fragezeichen. Zieh natürlich standardmäßig zum Start erstmal mein Schwert. Damit er nämlich mit gezogenem Schwert schön langsam vor sich hin tappelt, anstatt schnell das. Gott, die sind mir hier zu laut, ich gehe woanders hin. Ich hätte mir natürlich wieder ein Taxi rufen können, habe ich jetzt wieder vergessen. Habe ich wieder verzockt. Egal. Es ist, weil ich eben noch so in Gedanken versunken war, gerade nach Hause gekommen, direkt den Rechner gestartet und ab in die Aufnahme. Aus zeitlichen Gründen. Dann bin ich nämlich quasi zum Abendessen fertig und habe dann den Rest des Abends für mich und würde dann jetzt nicht irgendwie eine Stunde irgendwas machen und dann noch die Aufnahme nach dem Essen und wieder nicht nächstes Jahr. Na, also... Manchmal ist es gut, die Dinge gleich anzupacken. Hey, Geier! Macht. Geier, mach nicht. Also war es kein Geier. So, wer kämpft denn hier gerade wieder gegen wen? Das möchten wir wissen. Hier kämpft doch jeder gegen jeden. Was? Holla. Warum kämpfen die denn gegeneinander? Ich dachte, das eine wäre jetzt Freund und das andere wäre Feind, aber... Nee, offensichtlich alles Feind. Nur verschiedenster Sorte. Verschiedenster Sorte. Zeit ist gekommen. Sagt der auf dem brennenden Pferd sitzt. Hannebambel. Wie man in Hesse sagt. Hannebambel. So, ich würde mal mein Taxi vielleicht gerade hier abstellen. Mal zu Fuß hier reingehen, damit sich mein Taxi in die Hoxen bricht. Gell? Warte mal. Oh. Du bist tot! Ja, ich fühle mich eigentlich noch ziemlich lebendig im Vergleich zu dir. Du hast nämlich da eine schwere Vergiftung, mein Freund. Du hättest nicht herkommen sollen! Und du hättest mich nicht anschießen sollen. So macht jeder seine Fehler. Was willst du machen? Senus Turret. Senus Turret. Mein Name ist Senus Turret. So, es ist Zeit. Ist es nicht? Kümmern wir uns doch jetzt mal, jetzt wo die neue Aufnahme beginnt. Wir müssen Zeit haben. Sowas zieht sich ja doch immer so ein bisschen hin. Um den letzten unserer aktuellen Liste. Oh. Ah, hat's überlebt. Voll über den Haufen geritten. Der befindet sich nämlich in diesem schnieken Örtchen hier vorne, wo wir schon den anderen Kollegen, den Metzger, geschlachtet haben. Transportiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt mein Ziel war. Arbeitet. Ja. Scheint so.
Er leitet ein Büro im Dorf Sokno Bayou. Bin ich jetzt hier? In der Socke Bayou? Scheint so. Ich bin wohl nicht der erste Besucher heute. Das neue Fayum verspricht Frieden und Überfluss. Ein neues Zeitalter. Hotefes! Nick, er ist nicht hier. Ich muss herausfinden, wo mein Informant ist. Kultur für alle! Die Kombination von griechischem und ägyptischem Wissenschaft, ein Klima der... Okay. Sehr viel Zerstörung, aber kein Blut oder Spuren eines Kampfes. Vielleicht konnte er noch fliehen. Diese Schriftrollen verraten mir nichts. Ich sehe mal oben nach. Oh. Ach, wer macht denn sowas? Wer macht das? Was wolltest du beschützen? Einen Hund haben sie erlegt. Oh, und eine Puppe. Ein Kinderspielzeug. Oh, ich bringe dieses beschissene Krokodil um. Der Handel floriert wie nie zuvor und sorgt damit für ein enormes... Papyrus und Tinte. Nichts, das mir verrät, wo Hotefrist steckt. Moment. Federn? Von einer Brieftaube? Der Handel floriert wie nie zuvor und sorgt damit für ein enormes Wirtschaftswachstum der griechischen Unternehmen im ganzen Fayum. Das ist ein Taubenschlag. Sicherheit für alle. Die verstärkte Militärpräsenz im ganzen Fayum macht das Leben aller sicherer. Ägyptische Elendsviertel werden abgerissen, renoviert. Sicherheit für alle. Kultur für alle! Die Kombination von griechischem und ägyptischem Wissenschaft, ein Klima der Erneuerung! Dieser Schwätzer nervt ein bisschen. Irgendwo muss noch irgendwas sein, was mir vielleicht weiterhilft. Irgendwo muss noch was sein, was mir weiterhilft. Frieden und Überfluss! Ein neues Zeitalter des Wohlstands, den griechischen Innovationen sei Dank. Wohlstand für alle. Wohlstand für alle. Die letzten Schätzungen zeigen, dass sich der Reichtum im Fayum vermehrt hat. Dank der Ptolemäer und der Hilfe des Pharao für griechische Investoren haben sich die Profite vervielfacht. Wohlstand für alle. Durch den Aufkauf von ägyptischem Land und dem Einsatz griechischer Ackerbaumethoden sind die Höfe im Fayum erfolgreicher als je zuvor. Mit seiner Prullerei. Für alle. Die verstärkte Wir müssen hier in diesem Haus bleiben. Wer macht denn sowas? Den hatten wir schon. Welche Lichtspiegelungen hier? Ein neues Zeitalter des Wohlstands der griechischen Innovation sei Dank! Wohlstand für alle! Wohlstand für alle! Die letzten Schätzungen zeigen, dass sich der Reichtum im Fayum vermehrt hat. Dank der Ptolemäer und der Hilfe des Pharao für griechische Investoren haben sich die Profite vervielfacht. Kultur für alle. Die Kombination von griechischem und ägyptischem Wissenschaft, ein Klima der Erneuerung. Das Fayum erhebt sich über seine bescheidenen... Wo ist der letzte Hinweis? Im Vorbild der griechischen Zivilisation... Da muss noch was sein, irgendwo. Griechen und Ägypter friedlich nebeneinander. Irgendwo muss noch was sein. Zeigt mir aber nichts an. Jetzt gedacht, dass da oben halt in diesem Taubenschlag irgendwas ist, aber ich bin hier auch sofort raus. Sollte ich hier auch nur... Außer... Doch, hier bin ich noch nicht raus. Das Krokodil weiß, wer ich bin. Einer meiner Diener wurde bereits aufgrund falscher Anschuldigung von den Soldaten verhaftet und in das nahe Militärlager gebracht. Also gut, Krokodil, lass uns tanzen. Wenn du unbedingt die Klingen mit mir kreuzen willst, dann musst du mich erst fangen. Das ist ein Brief von meinem Informanten. Er scheint geflohen zu sein, aber die Soldaten haben seinen Diener.
Wenn sein Diener noch lebt, dann weiß er, wo Hotefress ist. Sie halten ihn bestimmt im Militärlager gefangen. Wohlstand für alle! Mit der Hilfe des Pharao für griechische Investoren haben sich die Profite vervielfacht. Wohlstand für alle. Komm endlich mal weg von diesem Schwätzer, das ist ja fürchterlich. Halt die Schnauze. Endlich Ruhe. Ja. Ich weiß. Aber nicht mit dem von meinem Pferd verwechseln. Die sehen ähnlich aus, zugegeben, aber. Bleib stehen! Naja. Ist schon geil, ich weiß. Der Neid ist groß in der Welt. Ich bin kurz vorm Leveln, sehe ich gerade. Fast schon 35, ja. Da ist das Level nahe dem Alter. Was ist denn hier los? Die Wahrnehmung meines Vögelchens ist schon eine gute geworden. Ja, Entschuldigung, bin falsch abgebogen. Entschuldigung, tut mir ja leid. So, schmeißt du hier mit Sperren oder was ist mit dir los? Wow. Wollen wir mal Taxi hier abstellen? Nein. Ja, schnell weg mit dir, mein Freund, schnell weg. Besser ist das. So, jetzt erstmal hier hochsteigen. Da drüben ist nämlich ein Leuchtfeuer. Das dürfte aber das einzige sein. Wir sind hey, Moment mal! Du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Du musst so eine Art Todessehnsucht haben. Hey, was? Nun kommst du uns nicht! Deine Zeit ist abgelaufen. Ach, guck. Ich erlege ihn. Ich glaube nicht. Du gehörst mir. Ich bring das Feuer in Gang. Ich glaube kaum, dass du das machst. Ein leichtes Ziel für mich. Ich glaube kaum, dass du hier irgendein Feuer in Gang bringst. Ich hab dich. Upsa, das war ein bisschen verzogen. Upsa, bleib einfach stehen. Das war ein bisschen schlecht war das schon. Wer schießt da? Schön, dass das hier so schlecht bewacht ist. So, das dürfte das einzige Leuchtfeuer sein hier. Will ich mal hoffen. Sag bloß. Ja, das ist ja nice. Was ist da jetzt etwa los? Hey! Ich blitz dich auf! Hey, was schwimmen willst du? Scheiße! Schützt eure Augen!
jetzt nicht, ob ich da drüben den Hauptmann erwischt habe. Möglicherweise nicht.